ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dann in die PH kommt, auf jeden Fall. Sicherheit, finde ich persönlich hier, wird nicht sehr hoch geschrieben. Also wenn ich hereinkomme ins Gebäude, dann fühle ich mich leicht irritiert, weil ich einfach nicht weiß, was geht hier ab, was läuft hier. Und ich fühle mich auch irritiert, weil ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Ich wünsche mir tatsächlich eine bessere Information und ich finde es gut, wenn das mehr zum Thema gemacht wird. Was ich mitbekommen habe, es werden die Deckenplatten ausgetauscht, die wohl voll mit diesem PCB sind. Kondensatoren in den Leuchtstoffröhren wurden ausgetauscht. Allerdings scheinen die Belastungen immer noch sehr hoch zu sein und es wird alles gerechtfertigt dadurch, dass wir eben keine 24 Stunden uns hier aufhalten und die Grenzwerte wohl auf 24 Stunden bemessen sind. Ich glaube, man denkt gar nicht daran. Ich weiß, dass Schwangere ja nicht mehr in die PH dürfen, aber ich habe keine Ahnung, was da überhaupt passiert. Im Bio haben die letztes Semester ja komplett alles auseinandergenommen. Also da wurden dann alle Tische rausgeholt und die haben die Paneelen von den Decken weggemacht. Und die Dozentin hat mit uns dann drüber geredet und hat gemeint, eigentlich ist es noch nicht ganz entfernt. Und da dachte man dann schon so, okay, das ist eigentlich direkt über mir, was auch immer das ist. Die Leute wissen ja wahrscheinlich, dass es schlecht ist, wenn man sich in dem Raum aufhält. Und deswegen ist es eigentlich auch unverständlich, warum man die Räume trotzdem noch betreten darf. Die Situation wird eigentlich zum größten Teil ignoriert oder runtergespielt, sodass wir im Alltag weiterleben, ohne wirklich darüber nachzudenken, dass hier eine Gefahr besteht. Ich weiß keine konkreten Folgen, bis auf das die PCB-Belastung krebserregend ist. Es gibt Plakate, die im Gebäude aufgehängt worden sind. Auf der Internetseite gibt es auch ein Dokument, das über die Belastung informiert, aber auch das muss man erstmal suchen. Eine direkte Maßnahme ist einfach vor jedem Seminar die Fenster zu öffnen und dadurch einen Luftaustausch zu bewirken, dass eben diese schädlichen Stoffe nach außen gelangen. Ich muss ehrlich sagen, zuerst wusste ich ja gar nicht, dass dieses ganze PCB überhaupt irgendwie vorhanden ist. Von daher fühle ich mich eigentlich schon sehr sicher, weil bis jetzt ist mir ja noch nichts passiert. Gesundheitliche Folgen kenne ich jetzt nicht so. Man hat es halt so im Hinterkopf von Asbest und sowas, also es ist irgendwie nicht gut für die Lunge. Zu den Entscheidern würde ich sagen, überlegt, dass auch kleine Belastungen eine Belastung sind und dass man sich nicht immer an Grenzwerten orientieren sollte oder an irgendwelchen Richtlinien, sondern auch einfach mal am gesunden Menschenverstand.